Und vielleicht jetzt nochmal dieser Aspekt der Ferien, der für mich wie nicht inexistent ist. Ich habe, glaube ich, in meinem Kunstschaffen, es reibt mich nichts mehr innerlich auf wie mein eigenes Arbeiten. Gleichzeitig finde ich aber in dieser Tätigkeit die größtmögliche Kontemplation und die größtmögliche Ruhe in mir und Zufriedenheit. Manchmal wie ein innerer Kampf, ein intellektueller Kampf, aber auch wieder ein Kampf fürs Manifestieren teilweise, weil mich dieses Spiel mit Materialien und diese Grenzsuche in Materialien teilweise an meine Reibungsgrenzen führen, die aber dann im Ausführen, in jedem Neuversuch der Ausführung wieder zu sehr ruhigen und entspannten Momenten führen. Und in dem Moment, wo ein Werk dann für mich abgeschlossen ist, eine innere Zufriedenheit einkehrt, die dann mitunter ein paar Tage anhalten kann und dann geht es immer wieder von neuem los. Ja.